So, Heidi Ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream, Live-Let's Play, beziehungsweise es ist ja kein weiteres, es ist nur die neue Aufnahmesession des Live-Let's Plays, Livestreams, Live, was auch immer, Gedönse, rund um Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, der zweite Fall. Wir sind hier am Bahnhof in Buxtehude. Ein Zug fährt hier gerade vor meinem Fenster vorbei. In Bridlington, in Bridlington waren wir, genau. In Bridlington dagegen ist ein Zug verschwunden und den versuchen wir jetzt natürlich zu finden. Denn ein verschwundener Zug ist mysteriös. Mysterious. So, ich würde mal sagen, wir hatten doch irgendwie. Aber nett sieht's hier aus. Oh, das ist doch auch schön. Guckt euch mal hier. So ein geiles Haus direkt am Bahnhof. Was will man mehr? Dann verpasst man auch nie seinen Zug. Mensch, das ist doch cool. So, wie war denn die Steuerung nochmal? Ich habe die kein bisschen mehr auf dem Schirm. Ah, hier, genau, Steuerung. Shift war Rennen, Notizbuch ist Tab. Talent aktivieren, genau, Visualisierung gibt es noch. Die Perspektive, ja, die passt für mich. Herleitungsbereich, Charakter wechseln. Okay, wir brauchen dann unser Notizbuch. Ha, genau, so ging das. Mensch. Menschenskinnerst du. So, wir wollten. Was wollten wir denn machen? Was wollten wir denn machen? Wir wollten eigentlich den Ort wechseln. Ne? Da, hier. Was? Ach, Moment mal, wir sind von Evesham beim letzten Mal noch nach Bridlington. Wir sind schon an dem Ort, wo wir hin wollen. Ach so, ja, sagt mir das doch einer. Das kann ich doch nicht ahnen. Woher soll ich denn wissen, dass ich schon da bin, wo ich hingehöre? Das weiß ich doch nicht. Und der Saito, der hockt schon hier. Der meldet sich nur nicht zu Wort. Ha, ja. Da hab ich jetzt einfach mal frech und dreist, wie ich bin, reingeguckt. Werden aktuell die Zuschauer sind, um zu sehen, dass der Saito schon da ist. Sei gegrüßt, mein Guter. Ich wünsche dir viel Spaß bei Sherlock Holmes. Mein Ziel ist heute wenigstens den zweiten Fall zu lösen, mit dem dritten vielleicht anzufangen. Können wir hier rein? Ich habe ja noch nicht die letzte Session geschnitten. Das heißt, dieses leichte Flackern, was ich hier sehe. Nee, wir wollen, halt, wir wollen nicht weg. Dieses leichte Flackern, was ich hier glaube zu sehen, habe ich noch nicht überprüft, ob ihr das in der Aufnahme auch seht, auf YouTube. Das heißt, ich bin super vorbereitet. Naja, man muss dazu sagen, ich habe sogar vor kurzem überhaupt endlich mal angefangen, Day of the Tentacle zu schneiden, was ich ja auch ewig und 3 Tage vor mich hergeschoben habe. Und jetzt endlich ist es erledigt. Aber soweit ich sehe. Ironischerweise, oder was heißt ironischerweise, aber witzigerweise habe nur ich scheinbar das Flackern, denn über OBS sehe ich kein Flackern, das sehe nur ich hier und auch im Teststream scheint es nicht zu flackern. Das ist also echt ein reines Problem, das ich hier habe. Railway Postbags. Ach, ich muss mich ja jetzt wieder daran gewöhnen, dass wir eine englische Stimme haben. So, einen kleinen Schluck gesunden Tee, mit T, nicht mit einem D. Ein kleiner Schluck gesunder Tee, kleinen Moment. Den soll man ja trinken, solange noch heiß ist. Wow. Und der ist noch heiß. Ach du Scheiße. Zum Glück habe ich mir zwar nicht die Zunge verbrüht. Das schaffe ich ja irgendwie immer, wenn ich Tee trinke. Aber heiß ist er dennoch. Huch, was hatten wir denn da? Moment, Moment, Moment. Hat hier nicht irgendwas geflackert? Nee, scheinbar nicht. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal. Okay, wir gehen nicht die Gleise entlang. Puh, dann halt nicht. Wir können aber bestimmt. Können wir hier hin? Nee, da können wir nicht hin. Können wir hier in diese Hütte rein? Ich würde mir. Was? Nein. Ich möchte mich hier in der Hütte umschauen. Okay. Das ist verschlossen. Na gut. Dann dürfen wir uns halt nicht in der Hütte umschauen. Oh, guck mal. Ein Landstreicher. Ein armer. Ernsthaft. Wir glitschen uns auf den Karren, weil du uns im Weg stehst, Watson. Furchtbar mit dir. So, was haben wir denn hier?
War hier nicht vorher noch jemand drin oder habe ich mich getäuscht? Wir können ja gerade mal gucken. Fällt uns was auf? Nein, uns fällt nichts auf. Das heißt, wir gehen doch mal wieder raus. Na, komm schon, Watson. Sie stehen im Weg. Merken Sie das denn nicht, Herr Watson? Na, was bist du denn? Was ist denn los mit dir, Kumpel? Ja? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. So, da hatte ich mich kurz muted, um einen Schluck zu trinken wieder. Dann können wir uns ja erstmal anschauen. Hier, Mister, was ist denn los mit Ihnen, hä? Was ist denn Ihr Problem? Vier Indizien müssen wir finden, um ein wenig über Sie in Erfahrung zu bringen. Okay, Arbeiterkleidung, billige Fahrkarte. Oh, Moment, da. Ha, verheiratet. Das könnte ja wichtig sein. Und raue Haut. So, mein Kumpel, was ist denn los? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night, I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes. I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Oh, Moment mal. Der hat alle Fahrgäste rausgeschmissen, außer die Reichen. Das heißt, der wollte nicht, dass die normalen Fahrgäste sehen, was passiert. Ich habe schon wieder eine scheiß Verbindung, Leute. Also für die Leute, die jetzt auf Twitch gucken, bei euch könnte das Bild, glaube ich, ganz schön ruckeln. Das tut mir leid. Ich weiß aber nicht, warum. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also mein PC ist nicht ausgelastet. Es scheint an Twitch zu liegen. Ich kriege gerade eine scheiß Verbindung zu Twitch, glaube ich. Jedenfalls, weil die Leute, die auf YouTube gucken, ihr habt ja dieses Problem nicht. Das heißt, im Notfall können Leute es hinterher auch immer nochmal nachgucken. Die Situation scheint aber wohl die zu sein, dass der... Okay, ich habe mal kurz geguckt, auf meinem Router leuchten alle Lämpchen. Das heißt, da liegt es auch nicht an meinem Router. Es scheint ja so zu sein, dass irgendwer die Fahrgäste rausgeschmissen hat, damit die nicht Zeugen irgendeiner Sache werden, die... dass da vielleicht irgendwelche Verbrecher irgendwas mit dem Zug angestellt haben und keine Zeugen dafür haben wollten. So würde ich es jetzt einschätzen. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Okay, so, Leute, es kann sein, dass vielleicht gleich meine Aufnahme zusammenbricht. Wenn dem so ist, dann tut es mir sehr leid. Ich werde aber einfach mal kontinuierlich weiter streamen und hoffen, dass sich die Leitung einfach wieder beruhigt und dass es vielleicht wieder im Laufe der Zeit stabiler läuft, weil eigentlich liegt es nicht an meinem Rechner gerade. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Shamrock Flomes, weißt du nicht, wer vor dir steht, du aufgeblasener, blöder Hansel? Naja, erstmal anschauen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Eingebildeter Fatzke, du. Australischer Hut. Aha, wir kommen also aus dem Ausland, ja. Wir kommen also aus Australien. Teure Kleidung, sind auch noch reich. Und darum auch fett.
Verheiratet? Ach nee, nur ein schwerer Goldring. Genau, verheiratet sind wir nicht. Wir sind ja nur feine Pinkel, die hier mit haufenweise Kohle um uns förmlich schmeißen. Okay, Mr. Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes. I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Das lass uns mal entscheiden, ob du was zu verbergen hast, Kollege, ne? Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, schon beim letzten Mal erwähnt. Ich habe ja die Mikrofonsensibilität ein bisschen runtergeschraubt, damit ihr das Brummen oder das Röhren des Laptops, auf dem ich ja den Chat laufen habe, nicht zu sehr oder zu deutlich hört. Weil ich merke schon, dass man im Hintergrund, bei den Live-Let's Play-Videos im Hintergrund hört man schon, wenn man schon drauf achtet oder wenn man dementsprechend so ein bisschen vielleicht auch, was Akustik angeht, ein bisschen hohe Erwartungen hat, dann hört man schon, dass da so ein leichtes Rauschen drin ist. Ich versuche dieses Rauschen dadurch zu bekämpfen, dass ich die Einstellung des Mikros halt immer weiter anpasse. Also in dem Sinne hoffe ich, dass alles klappt. So, Sonderwagen. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were traveling on the train last night. Okay, du hast da einfach mal ein wichtiges Gerät, einen Prototypen von einer wahrscheinlich mehrere Millionen Dollar schweren Erfindung und völlig ungeniert berichtest du davon. Ist ja gar nicht so, als könnte man Spionage betreiben, Firmenspionage und so ein Kram, ne? Als wäre das nicht vielleicht sinnvoll, ein bisschen vorsichtiger zu sein, was du so Preis gibt's, ne? Ja, hier, ich habe einen Prototypen. Ist super wichtig, ist super geiles Zeug, ne? Kann dir gerne auch noch die Baupläne zeigen und die kannst du verscherbeln und ja. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Für einen Geschäftsmann bist du aber ziemlich offen und erzählst viel über deine. Naja gut. Egal, ich will mich doch jetzt nicht schon wieder anfangen, über die Story aufzuregen. Das ist ein bisschen künstlich. Aber es scheint so, dass es einen roten Faden gibt. Mit den Minutemen scheint es auf jeden Fall einen roten Faden in diesen 6 Fällen zu geben. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns dann noch erwartet. Aber erstmal müssen wir uns hier um die Zuggeschichte kümmern. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir. It is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian. You see, I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Ja, genau. Du denkst an die Menschheit. Du bist offen für alle. Du verschenkst quasi deinen ganzen Besitz. Habe ich recht? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bronsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bronsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed. So I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer.
The regulations require the train to be on time. You are an idiot! You will pay for it! I will sue you! The ticket inspector forced all the passengers from the train, except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Ja, und es ist sehr verdächtig, dass auch Mr. Robinson aus dem Zug rausgelockt wurde. Nur damit er nicht anwesend sein kann und um auf sein Hab und Gut zu achten, habe ich das Gefühl. So, wir können gleich einmal eine Verknüpfung machen, also uns das hier anschauen, aber vorher wollen wir doch mal gucken, was haben wir denn da? The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Oh. Versicherungsschein Nummer 25-6458. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für sein Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandwertes. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr verlängerbar. Ob er vielleicht auch wollte, dass seine Sachen verschwinden? Erfragen, ein wertvoller Versicherungsschein für ein Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Zug war verspätet. Der Bahnhofsvorsteher von Evesham erhielt eine Nachricht, dass sich der Zug aufgrund von Problemen mit den Fahrgästen am Bahnhof von Bridlington verspäten würde. Das bezieht sich wohl darauf, dass der Typ rausgelockt worden ist aus seinem Zug. A telegraph. Oder beziehungsweise nicht aus seinem Zug, aber aus dem Zug, wo sein Prototyp befand, wurde er rausgelockt. Und dann haben wir hier noch den Bahnhofsvorsteher. Aber bevor ich mit dem rede, Moment, will ich nochmal kurz in mein Inventar. Die Besitzer der Firma Barcazes blieben am Bahnhof von Bridlington an Bord des Zuges, während alle anderen Fahrgäste den Zug verlassen mussten.